Ralf Spanke liebt seine Familie und seinen Hund. Sohn Stefan, der eine Behinderung hat, ist glücklich bei seinen Eltern. Marita und Ralf sind seit 15 Jahren verheiratet. Alles wäre in Ordnung, wenn sie eine vernünftige Mietwohnung hätten. So, schauen Sie mal, da, das, was ich gemeint habe, das geht hier, die Feuchtigkeit von der Wand, die kaputt ist draußen. Und drum geht hier der Schimmel drauf. Und dann ist irgendwie Feuchtigkeit so reingekommen. Und dann hat man gemerkt, wo die ganze Schimmelbissen auf die Decke, Holzdecke, Türen, alles. Das Problem hat nicht nur die Familie Spanke in Heidenheim, sondern haben auch viele Mieter in Freiburg, wie Familie Ali. Das Fenster sei 40 Jahre alt und undicht. Ich würde gerne gucken, hier draußen auch. Hier drin, sehen Sie, es läuft das Wasser drin. Das ist in den Scheiben drin, wir können die aber auch nicht öffnen und von innen reinigen gar nichts. Ne? Andere Mieter sprechen sogar über eine weitere, größere Gefahr, Asbest. Die Wohnungen in Heidenheim und Freiburg gehören derselben Immobiliengesellschaft, der GAGFA. Sie besitzt bundesweit in über 300 Standorten 145.000 Wohnungen. Ich bin nach Heidenheim an der Brenz gekommen, denn hier gehören wohl alle Sozialwohnungen einem Investor. Seit Jahren klagen Mieter über die Verwahrlosung der Wohnungen. Ganze Wohnquartiere seien verkommen. Ich bin mit Familie Spanke verabredet. Im Januar 2014 sind sie in diese Wohnung eingezogen. Bislang konnten sie die Wohnung nicht komplett einrichten. Dennoch sind nicht alle Zimmer bewohnbar. Und die muss ich jetzt verspachteln irgendwie oder eine ganze neue Wand drauf machen, weil das brettelt mir alles ab. Das hat die Vormieter und ich habe die Wohnung so gekriegt und ich bin jetzt am Rätseln, weil ich muss die ganze das wegreißen praktisch und dann neu draufziehen. Und da ist ja genauso die Wand, die ist ja noch schlimmer, die da drüben. Ralf Spanke muss nicht nur die Wand tapezieren, er muss die Wand zuerst einmal komplett neu verputzen. Dann kann ich tapezieren. Außerdem sind die Wände auch noch verschimmelt. In Heidenheim gibt es noch schlimmere Wohnungen. Ja, da gibt es gar nichts. Ralf und seine Familie haben ein besonderes Problem. Sie sind auf Sozialwohnungen angewiesen. Obwohl Vater, Mutter und Sohn arbeiten gehen, reichen ihre Löhne nicht für eine bessere Wohnung. Ralf erzählt mir, dass er alles selber sanieren müsse. Bis die GAGFA etwas unternehme, könne es sehr lange dauern. Stefan kann nicht verstehen, warum er in so einem Zimmer wohnen muss, obwohl seine Eltern immer pünktlich die Miete bezahlen. Schwarzen Schimmel findet man in allen Ecken. So, schauen Sie mal, da, das, was ich gemeint habe, das geht hier, die Feuchtigkeit von der Wand, die kaputt ist draußen. Und drum geht hier der Schimmel drauf. Und das ist hier da drüben genauso. Das sieht man ja hier. Das alles. 430 Euro, ne? Ja. Ich lüfte oft und die Heizung ist auch immer an. Und das kann nur vom Außen her kommen. Und ich habe das damals der GAGFA auch gesagt, bei der Übernahme. Ich habe gesagt, kann das sein, dass es schimmelt. Na, die Frau gesagt, das könnte sein. Hat mir aber keine Antwort drauf gegeben. Ralf Spanke hatte schon mehrere Mietverträge mit der GAGFA in Heidenheim. Für die 61 Quadratmeter Wohnung mit Schimmel zahlen die Spankes 429 Euro Kaltmiete. Hinzu kommen noch 250 Euro Kosten für Gas und Strom. Also fast 700 Euro warm. Die Wohnungsbaugesellschaft GAGFA hat hier in Heidenheim im Jahr 2006 fast alle Sozialwohnungen gekauft. Zum größten Teil von der Stadt. Insgesamt rund 5000 Wohnungen. Auf meine Anfrage erhielt ich von der GAGFA folgende Antwort. Wir stehen für ein Filminterview unter den gegebenen Umständen nicht zur Verfügung. Wofür steht eigentlich die Abkürzung GAGFA? GAGFA steht für Gemeinnützige Aktiengesellschaft für Angestelltenheimstätten. Doch heute ist die GAGFA ein internationales Börsenunternehmen. Es geht nicht mehr um Gemeinnützigkeit, es geht um Rendite. Ich lese in einem Artikel, GAGFA übertrifft Jahresziel. Ich frage mich, hält das Unternehmen die Instandhaltungskosten für seine Immobilien so niedrig wie möglich? Bundesweit hat die GAGFA 145.000 Wohnungen. 11.000 davon alleine im Südwesten.
Hauptaktionär ist das US-Finanzunternehmen Fortress, niedergelassen an der Wall Street in New York. Fortress ist ein Investmentfonds bzw. Hedgefonds, der laut USA Today unter anderem in eine US-amerikanische Aktiengesellschaft für Spielcasinos und Pferderennen eingestiegen ist. Hedgefonds werben damit, mit dem Geld der Investoren eine besonders hohe Rendite erwirtschaften zu können. Mike Novogratz, hier rechts im Bild, ist der Chef von Fortress. Hier im Gespräch spricht er über sein Lieblingsthema, Rendite. Novogratz war früher viele Jahre bei Goldman Sachs, der Gesellschaft, die nach Ansicht von Fachleuten mit ihren Immobiliengeschäften für die weltweite Finanzkrise mitverantwortlich ist. Die Mieter fragen sich, lässt der Renditedruck dem Unternehmen GAGFA vielleicht keinen Raum für notwendige Instandhaltungen? Diese Mieter empfinden das so. Die Mieterinnen und Mieter fordern von der GAGFA, die angezeigten Mietmängel wie Schimmel, Wasserschäden, undichte Fenster, kaputte Heizungen umgehend zu beseitigen und Reparaturen in den Häusern zeitnah auszuführen. Das übergebe ich Ihnen jetzt nochmal, das sollten Sie heute erzählen. Seit Monaten versuche ich, diesen GAGFA-Manager, der auch für Baden-Württemberg zuständig sein soll, zu erreichen. Die GAGFA in Essen schreibt mir: Herr S. hat unser Unternehmen verlassen. Wer ist jetzt zuständig? Hat er einen Nachfolger? Die GAGFA will mir lange dazu keine Antwort geben. Von Familie Spanke will ich mehr wissen. Gemeinsam mit seiner Frau Marita reinigt Ralf jeden Tag die öffentlichen Toiletten in Heidenheim. Sie machen den Dreck anderer Leute weg. Zumindest sei das eine ehrliche Arbeit, kein Problem, sagen sie. Die Spankes sind stolz darauf, ihr Geld zu verdienen und es nicht vom Amt zu bekommen. Du, Hauptsache, ich habe eine Arbeit, ich habe eine Beschäftigung und das ist für mich das Wichtigste, wo es überhaupt geht. Die Spankes haben seit 8 Jahren die GAGFA als Vermieter. Und seitdem haben sie immer wieder Probleme. Das war ein langer Prozess. Ich bin dann zu meinem Anwalt gegangen und habe gesagt, so kann das nicht weitergehen. Dann habe ich denen Fotos gezeigt. Die Bilder habe ich noch auf dem Fotoapparat. Meine Wohnung in der Scheidemannstraße 76. Sie können es mal anschauen. Ich zeige Ihnen das mal außenrum. Reinkommen ich ja nicht mehr. Total verschimmelt. Trotz täglicher Arbeit können sie sich keine bessere Wohnung leisten. Und fast alle sogenannten sozialen Wohnungen gehören in Heidenheim ja der GAGFA. Sie wollen mir wenigstens das Haus zeigen, in dem ihre alte Wohnung war. Wir fahren nach Heidenheim-Oststadt, wo die Spankes bis Dezember 2013 gewohnt haben. Das Problem war, die ganze Wohnung ist total kaputt, verschimmelt, von oben bis hinauf, alle Zimmer. Und ging nicht mehr. Leute von der Stadt und die GAGFA waren ja auch mit Schutzmasken drinnen. Die haben wir auch gleich wieder dazu gemacht. Die Frau von der GAGFA, die hat ein Gutachten gemacht und daraufhin sind wir dann ausgezogen. Tja, und dann bin ich, glaube ich, 3-4 Mal zum Anwalt, habe auch telefoniert und dann habe ich auch mit dem Anwalt kontaktiert und daraufhin haben die mir dann die Wohnung gegeben, die neue. 6 Monate später steht immer noch Spanke auf dem Briefkasten. Sonst sieht ja alles verlassen aus. Auf Anfrage teilt mir die GAGFA mit: Unsere Technikerin war vor Ort und sie hat dort starken Schimmelbefall festgestellt. Die Familie Spanke bekam von der GAGFA eine neue Wohnung und damit neue Probleme. Das ist meine neue Wohnung, ja. Aber wie man sieht, ist alles kaputt. Ja. Ortswechsel. Freiburg, Stadtteil Weingarten. Wie in Heidenheim wollte auch hier die Stadt 2006 sämtliche Sozialwohnungen an Investoren, darunter auch an die GAGFA, verkaufen. Bürgerproteste haben den Verkauf der 9000 Wohnungen aber zum großen Teil verhindert. 750 Wohnungen allerdings hat die GAGFA erworben, trotz der Proteste. Dieser Wohnkomplex mit 120 Wohnungen gehört dazu. Mich interessiert, in welchem Zustand diese sind. Deswegen bin ich nach Freiburg gekommen. Gerlind Heckmann gehörte der Protestbewegung an. Inzwischen arbeitet sie als Vermittlerin zwischen der GAGFA und den Mietern. Mit ihr zusammen will ich einige Wohnungen anschauen.
Von dem Verkauf ihrer Wohnungen hätten die Mieter hier erst hinterher erfahren. Also das geschah noch relativ im stillen Kämmerlein, dieser Verkauf. Der war gleich zum 1. Januar 2006. Das war außerhalb des großen Pakets, dass die gesamte Stadtbau verkauft werden sollte. Und es wurde im Aufsichtsrat beschlossen, ohne dass darum groß Aufhebens gemacht wurde. Wusste die Stadt Freiburg damals, was die GAGFAH ist? Also möglicherweise dachten die noch, GAGFAH ist ein gutes, altes Unternehmen, wir machen nichts falsch, wenn wir die Häuser an die verkaufen. Wir sind mit Familie Ali verabredet, weil diese schon lange Probleme mit der GAGFAH habe. Wir beantragen seit Jahren neue Fenster. Ja. Hier kommt es durch, es zieht hier, Sie fühlen es nachts auch. Da haben die den Dreck überstrichen. Ja? Ich habe jetzt noch Malreste am Boden. Einfach eine Schmierfarbe oben, unten. Ich würde das ja gerne mal von Ihnen putzen, oder das geht ja nicht, ne? Sie habe viel unternommen, sagt sie, passiert sei aber nichts. Wir hatten schon Unterschriftensammlung, haben wir gemacht, ne? Dann kamen ja dann auch mal zwei von der GAGFA vorbei, hat er dann auch groß versprochen, wir kriegen neue Fenster und so, passiert nichts, ne? Die Fenster mit Doppelverglasung seien über 40 Jahre alt und nicht mehr dicht. Wir können gerne gucken, hier draußen auch. Macht nichts, die Kabel. Alles war dreckig, man wusste auch nicht, dass sie kommen, hat auch keinen Bock, hier groß was zu machen. Da wurde alles überstrichen. Sie sehen ja, ich meine, was soll das bringen hier drin? Sehen Sie, es läuft das Wasser drin, das ist in den Scheiben drin. Wir können die aber auch nicht öffnen und von innen reinigen, gar nichts, ne? Trotz der Probleme wohnt Frau Ali gerne hier. So ist es eigentlich schön, ne? Vom Blick her und alles, kann man nichts sagen. Ja. Aber es ist halt manchmal frustrierend hier. Was ist eigentlich mit der Belüftung? Das ist unsere Belüftung. Haben sie uns jetzt ein Loch in die Tür gebohrt? Das soll den Schimmel vermeiden. Hahaha, ha, ha, ne? Da geht gar nichts. Die eigentliche Belüftung ist defekt und deswegen zugeklebt. Frau Heckmann erfährt oft, dass Mieter selbst ihre Wohnung renovieren. Frau Reier wohnt schon ganz lange hier im Haus. Seit 30 Jahren, berichtet Frau Reier, sei in ihrer Wohnung nichts gemacht worden. Vor kurzem habe sie den alten PVC-Boden entfernt und einen neuen Boden selber verlegt. Ja, das ist ja toll. Alle kaputt. Aha, aha. Und dann haben Sie den Boden neu bekommen? Ja, ja. Ja, das ist doch prima. Ja, aber kaufe selber aber bezahlen. Okay, also es ist nicht die GAGFAH, die den Boden gemacht hat? Nein. Haben Sie privat gemacht? Privat. Okay, ja. Ein großes Problem für die Mieter sei, dass sie oft das zuständige Personal der GAGFAH nicht erreichten, sagen mir Betroffene. Doch Frau Heckmann dagegen können sie immer erreichen. Es meldet sich niemand zurück. Also, das ist ekelhaft. Ja. Ich habe alles kaputt, ich komme schlecht mit den Kindern weg. Ja. Dann unten im Keller ist alles versifft. Mhm. Da sind auch manchmal Mäuse drin und so. Gell? Also man traut sich selber nicht runter in den Keller. Mhm. Dann vorne haben wir Mäuse und Ratten genauso. Ja. Und also, aber ich meine, es geht ja vielen Mietern wie Ihnen und es stören sich ja viele dran. Ja, ich wohne seit 91 hier und es hat sich mal zwischendurch gebessert gehabt, aber es ist... Echt, man kann sich nirgendwo anfangen, da schneidet man sich sogar. Ja. Wir haben von der Quartiersarbeit aus immer mal wieder zu Hausversammlungen eingeladen, weil das ist natürlich ein Thema, da muss man sich zusammenschließen. Ja, okay. Also da muss man durchs Haus gehen, Unterschriften sammeln und sagen... Wir können heizen, wie wir wollen. Mhm. Wahnsinn kalt in der Wohnung. Ja. Also ich meine, ich bleibe hier wohnen, aber ich sage Ihnen ehrlich, ich finde es traurig, wie hier umgegangen wird. Frau Heckmann arbeitet für Forum Weingarten, eine Organisation vergleichbar mit einem Mieterverband, die aber von der Stadt Freiburg finanziert wird. Das Forum Weingarten hat sich vor 25 Jahren gegründet, um Menschen hier im Stadtteil zusammenzubringen, mit dem Ziel, die Lebenssituation im Stadtteil zu verbessern. Also es geht bei uns viel ums Thema Wohnen. Und wir hatten dann lange versucht, mit der GAGFAH als neuem Eigentümer in Kontakt zu treten, die zur Hausversammlung einzuladen, um die mal kennenzulernen, also von Seiten der Mieter auch. Das wurde immer verweigert mit Briefen, mit Textbausteinen. So dass die Stadt Anfang 2012 10.000 Euro in die Hand genommen hat und einen Gutachter bestellt hat und im Prinzip das bestätigt hat, was die Mieter auch schon lange gesagt haben. Die Fenster sind undicht, die Heizungen funktionieren schlecht, die Lüftung geht nicht, die Böden lösen sich zum Teil von den Fußböden. Durch das Gutachten der Stadt Freiburg erfahre ich, dass die Probleme in den GAGFAH-Häusern schon lange bekannt sind. PVC-Beläge lösen sich teilweise.
In Badbereichen Schimmel unter den Belägen. Über dieses Problem habe ich mit vielen Gutachtern gesprochen. Darunter auch mit Frank Pfaff, der im Jahre 2012 das Gutachten für die Stadt Freiburg erstellt hat. Doch seitdem sei dort kaum etwas passiert, sagen manche Mieter. Frank Pfaff ist ein selbstständiger Gutachter und wird regelmäßig von der GAGFA und der Stadt Freiburg beauftragt. Heute bitte ich den Gutachter, die Wohnungen nochmals anzusehen und mit fachlichem Blick die Zustände zu kommentieren, um damit die Aussagen der Mieter zu überprüfen. Wir sind mit Familie Alachkar in der dritten Etage verabredet, weil sie ein großes Problem habe. Hallo? Guten Tag. Guten Tag. Dürfen wir reinkommen? Ja. Schuhe ausziehen, oder? Ja. Okay. Danke. Nadine erklärt uns, nach einem Rohrbruch sei die Wohnung komplett unter Wasser gestanden, sagt sie. Handwerker hätten hier monatelang gearbeitet, um den Boden und die Wände zu trocknen. Die Bautrocknungsmaschinen seien Tag und Nacht über mehrere Monate gelaufen, während Nadines Eltern in der Wohnung bleiben mussten. Die Küche sei noch immer nicht zu benutzen. Da waren so laute Geräte. Meine Mutter hat Migräneanfälle. Mein Bruder hat Probleme an Lunge, hat Asthma. Und mein Vater hat auch die Probleme, dass er dann auch sehr schwer einschläft, wenn die Geräte anbleiben. Und dann haben sie verlangt, dass sie 24 Stunden lang die Geräte anbleiben. Und sie müssen auch in der Wohnung schlafen. Das hat auch gedampft, das war so ekelhaft. Das hatte gestankt, die Geräte, aber die wollten sie nicht rausnehmen. Meine Mutter hat auch ein Augenproblem und sie war in Klinik und die haben auch zu ihr gesagt, es kommt von Feuchtigkeit und Schimmel auch. Und trotzdem machen die nichts. Und als ich den Anwalt heute gefragt habe, hat er zu mir gesagt, bei solchen Geräten sollte man die Leute erstmal von der Wohnung rausschaffen, bevor man diese Geräte reintun. Aber meine Eltern waren die ganze Zeit hier drin. Harte Vorwürfe, die ich so nicht überprüfen kann. Auf meine Anfrage bestätigt die GAGFA, dass die Trocknungsgeräte 6 Wochen lang Tag und Nacht liefen. Aber es gab keinen Anlass, warum die Familie während der Trocknungsphase nicht in der Wohnung leben sollte. Die Rohre, das Haus, wie gesagt, ist jetzt ca. 45 Jahre alt. Und dass da natürlich dann nach 45 Jahren einfach auch mal eine Leitung platzen kann, dass die Leitung nicht mehr neu sind, dass da was passieren kann, das ist einfach so. Ja. Wenn die Geräte monatelang hier waren, dann war der Wasserschaden schon sehr hoch. Das heißt, dann war der Estrich auch wirklich stark durchfeuchtet, wenn man monatelang trocknen muss. Das Wasser zieht ja weiter, das Wasser sucht sich ja seinen Weg und verteilt sich dann im Grunde genommen über den ganzen Estrich. Das Wasser zieht die Wände hoch, was eben jetzt auch erklärt, warum da Schimmel ist und warum eben hier die Tapete sich gelöst hat. Und das sind dann natürlich alles Folgeschäden mit größter Wahrscheinlichkeit dieses Wasserschadens, der ja offensichtlich sehr umfangreich war. Der Mieter kann da nichts dafür, das ist dann nicht die Frage. Das auch auf uns, die sagen zu denen, das ist eure Wohnung, ihr zahlt da Miete, ihr müsst das alles machen. Das ist das, was mich halt geärgert hat. Dann ist es Ursache des Vermieters, dass also im Grunde genommen, dass er das Haus instand halten muss, dass eben er dafür sorgen muss, dass die Leitungen funktionieren, dass die Leitungen dicht sind. Also der Vermieter hätte jetzt eigentlich dann auch noch die Tapezierarbeit wieder durchführen müssen und dann hätte aber das wieder soweit ordentlich gesehen. Das ist der Fall. Weil mein das Vater, kann ich jetzt nicht beurteilen. Ganz schon im Hinterkopf einen Anwalt anzuschalten, um die Wahrheit zu sagen, weil die weigern sich überhaupt irgendwas in der Wohnung zu machen. Man kann insgesamt erkennen, wir haben hier einen baujahresbedingten Ausstattungsstandard oder Gesamtzustand. Also wir haben hier die Fenster aus dem Baujahr, aus dem Jahr 1968 von diesem Gebäude. Wir haben auch die Heizkörper, die noch original aus diesem Baujahr sind. Und das sind natürlich einfach Bauteile, die den heutigen technischen Normen nicht mehr entsprechen. Die Küchenmöbel stehen noch immer im Wohnzimmer. Die Reparaturen sind noch nicht abgeschlossen. Das ist der Brief, wo die mit Mieterhöhung auch verlangen, obwohl sie in solchen Zuständen wohnen. Mieterhöhungsverlangen statt Ersatzwohnung. Hallo. Grüß Gott. Hallo. Jetzt? Dankeschön. Bitte. Maus, rein mit dir. Ich werde ständig von Mietern angesprochen, die sich über die GAGFA beschweren. Ja, es zieht überall rein, die Fenster sind undicht, sie haben nur ein Fenster gemacht. Und unter am Boden ist überall Schimmel.
Hinter an der, die Schränke sind einfach runtergeflogen. Ja. Es wird einfach nichts gemacht und es ärgert mich. Wir sind mit Herrn Reinhard verabredet, der unter der Familie Alachka wohnt. Ist dein Mama da? Nee. Der Wasserschaden aus der oberen Etage habe hier die Küchenwand durchweicht. Grüß Gott. Hallo, guten Tag. Ein bisschen länger her, kam mir die ganze Kühlschrank runter. Mhm. Ja, und jetzt kann ich nichts mehr dorthin legen. Das ist mir gesagt worden, weil die Wand hebt nichts mehr. Und hat mir mal ganz Scheiß kaputt geschlagen. Aha. Als die Frau heimkam von der Arbeit, weil es waren die ganze Kühlschränke drunter gelegen. Wasserschade dann vom Nachbarn. Wasserschade und, ja, und man darf halt nichts mehr hängen. Ja, gut. Das ist halt eine Leichtbauwand und wenn natürlich da die durchfeuchtet ist, dann hat die natürlich auch nicht mehr die Tragkraft und die Festigkeit. Das heißt, wenn es dann zu schwer ist, dann reißt es im Grunde mal gerade. Dann wahrscheinlich ist das eine Gipsständerwand, eine Gipsplatte. Und wenn die dann eben durchfeuchtet ist, dann ist die einfach das wie ein Karton, der nass ist. Der hebt dann eben nicht mehr so. Und dann ist das halt, wenn das Gewicht zu schwer ist, das da dran ist, dann kann das halt runterfallen. Ja, das ist natürlich dann auch gefährlich. Die GAGFA sagt, wir sind daran nicht schuld und sie übernehmen den Schaden dafür auch nicht, weil es wäre mit ihr verschuldet gewesen. Die Wand bestehe nach dem Wasserschaden nur aus einem Brett, welches tapeziert wurde. Die GAGFA schreibt mir, sie habe für die Trocknung und die Malerarbeiten gesorgt. Die Reinhardt sagen aber, die Küchenschränke und alles, was darin kaputt ging, habe die GAGFA nicht übernommen. Ja. Und dann eben, wenn man hier jetzt dagegen klopft, wenn man das Geräusch hört, Sie hören, das ist jetzt eine ganz andere Bausubstanz. Aber hier eben haben wir auch, die Wand ist nicht durchkühlt, das ist ganz wichtig. Die Reinhardt sagen mir, sie wollen bald hier ausziehen und die GAGFA auf Schadensersatz verklagen. Zurück in Heidenheim. Es ist schon 5 Monate her und in der Wohnung von Familie Spanke ist noch nichts passiert. Die kleine Familie muss versuchen, sich gegen die große internationale Aktiengesellschaft GAGFA durchzusetzen. So, jetzt da. Das sind die Übergangsprotokolle von Rechtsanwalt. Vorerst versucht Ralf Spanke, die GAGFA außergerichtlich dazu zu bewegen, seine Wohnung in Ordnung zu bringen. Wegen den Schimmel an meiner Wand, da wollten Sie doch ein Gutachten kommen lassen. Und wann wird das jetzt mal gemacht? Weil Sie haben mir das schon versprochen, letzte Woche, und dies wieder nichts. Wieder einmal konnte er nichts erreichen. Wer ist in Heidenheim eigentlich zuständig für die Wohnungspolitik? Das will ich Oberbürgermeister Bernhard Ilk fragen, der 2006 den Verkauf aller Sozialwohnungen an die GAGFA abgewickelt hat. Doch Oberbürgermeister Ilk geht an mir vorbei und will auch nicht persönlich mit mir sprechen. Auf meine Anfrage schreibt die Stadt Heidenheim: Er steht für ein Interview nicht zur Verfügung. Wie der Oberbürgermeister über Wohnungspolitik in seiner Stadt denkt, hat er am 15. Januar 2014 bei einem Radiogespräch auf SWR 2 bereits dargelegt. Und wir uns eines Tages gefragt haben, was sind eigentlich unsere Aufgaben? In Heidenheim hat die Kommune im Wohnungsbau nichts zu suchen. Ein Mitglied des Gemeinderates der Stadt ist bereit, mit mir vor der Kamera zu sprechen. Reinhard Püschel wohnt schon immer in Heidenheim-Oststadt. Er kenne die Probleme mit den GAGFA-Häusern aus eigener Erfahrung. Aber Sie sehen das auch hier. Hier kann man auch sagen, hier ist viele 10, 20 Jahre in dem Fall nichts mehr gemacht worden. Man sieht es an den Fenstern, die gehen alle kaputt. Und wenn Sie dieses Fenster anschauen, wo der Rahmen kaputt geht, wie sieht es dann innen aus? Ne? Da kann man also davon ausgehen, dass die Probleme auch haben mit Schimmel. Wenn die GAGFA hingehen würde, würde auf die Häuser in Ordnung bringen, renovieren würde, dann würden auch sich die Menschen drum mehr kümmern, die da drin wohnen, und würden auch schauen, dass es hier drumherum schön ist. Aber wenn das so verkommen, so runtergewirtschaftet ist, dann kümmert sich auch kein Mensch drum, kein Mieter drum. Die ziehen eher aus, als dass sie drin bleiben. Und dann würden die sich um das Grüne auch kümmern und das herrichten, und dann wäre das eine schöne, schöne Wohngegend.
Die GAGFAH räumte vor 2 Jahren in der Lokalpresse bereits Fehler ein. In den vergangenen Jahren ist sehr vieles schiefgelaufen. Ein völliger Neuanfang wurde versprochen. Schauen Sie, jetzt kommt wieder was ganz Komisches, was viele Leute nicht verstehen. Hier sind Wohnungen, die renoviert worden sind, aber das ist schon auch schon 5 Jahre her, also mindestens 5 Jahre her, die renoviert worden sind, zumindest von außen, ja, dass sie schön angestrichen sind. Die haben Balkone gekriegt. Genau gegenüber sieht man das Gegenteil. Aber warum zwischendrin ein paar Wohnungen in Ordnung zu bringen, wenn außenrum alles wirklich kaputt geht? Ich denke, dass es so ganz gezielt gemacht wird, um zu sagen, schauen Sie, wir tun ja was, aber für den Großteil dieser Oststadt wird nichts gemacht. So, und jetzt, wenn jemand hier fährt, der denkt, wie schön das alles ist, guckt mal aber über die Häuser drüber, fängt eigentlich was an, wo sich kaum einer vorstellen kann, wie runtergekommen manche Wohnblöcke eben sind. Ich habe mir hunderte Wohnungen der GAGFAH in Heidenheim angesehen und immer wieder kaputte Außenfassaden entdeckt. Vor 2 Jahren hat der Mieterverein hier eine Begehung gemacht. Da waren ungefähr 30 Leute da, auch aus dem Wohngebiet. Dann waren wir hier und haben geschaut und haben gemerkt, dass überall, das könnt ihr nachher sehen, bis hintere, dass überall der Putz bröckelt. Die GAGFAH hat dann aufgrund von unseren Aktionen, das kam ja auch in der Zeitung, zugemacht haben. Aber mittlerweile, nach so vielen Jahren, nach 2 Jahren, bröckelt es wieder ab und geht kaputt. Doch im Oktober 2013 erklärte die GAGFAH: Unsere Immobilien sind meist in gutem Zustand. Reinhard Püschel ist auch im Vorstand des Deutschen Mieterverbandes Heidenheim. Die Akte GAGFAH wird im Laufe der Jahre immer umfangreicher. Seit hier die GAGFAH 2006 die Sozialwohnungen aufgekauft hat, kam es häufiger zu Gerichtsprozessen und Streitigkeiten. Also der Mieterverein, ich bin selber und der Herr Mack, wir sind Mitbegründer des Mietervereins, der ist schon über 30 Jahre alt hier in Heidenheim. Weil die GAGFAH eben, oder der größte Vermieter hier ist, ist das Problem natürlich auch so, dass wir uns mit dem arg befassen müssen. Es gab sogar hier schon mal ein Treffen mit Vertretern der GAGFAH, wo sie uns dann versprochen haben, dass sie das verbessern wollen, auch den Kontakt zum Mieterverein verbessern wollen. So, aber wir haben am Ende festgestellt, es hat sich da nichts ergeben. Aber wer trägt nun in Heidenheim die politische Verantwortung für Sozialwohnungen, wenn die Stadtverwaltung sie aufgegeben hat? In Heidenheim wird keine Wohnungspolitik mehr gemacht, weil unser Oberbürgermeister im Rahmen des GAGFAH-Verkaufs und danach erklärt hat, das sei nicht Kernaufgabe der Stadt. Halte ich für absolut katastrophal, diese Haltung. Denn selbstverständlich ist es Kernaufgabe einer Stadt, ihre Einwohner mit brauchbarem und bezahlbarem Wohnraum zu versorgen. Was hat sich durch den Verkauf der Wohnungen an die GAGFAH verändert? Der Umgang mit den Mietern ist einfach ganz anders geworden gegenüber früher. Also die frühere Grundstücks- und Baugesellschaft war keine soziale Organisation, sondern da ging es natürlich auch ums Geschäft. Nur wenn eben ein Mangel gerügt wurde, dann wurde dieser Mangel behoben. Und wenn es nicht geklappt hat, dann habe ich mich ans Telefon gehängt und habe den damaligen Geschäftsführer angerufen und habe gesagt, da muss was passieren. Und dann haben wir uns auch meistens geeinigt. Heute schreibe ich mir die Finger wund. Der Mangel ist gar nicht im Streit, aber es kommt, die Reparatur muss irgendwo aus Essen oder Mülheim oder wo bewilligt werden. Und wenn da nichts kommt, passiert auch nichts. Ralf Spanke will nicht mehr warten und glaubt nicht mehr, dass die GAGFAH ohne Druck vom Anwalt etwas für ihn unternimmt. Herr Mack, ich habe ein folgendes Problem, ein ganz großes, und zwar... Ralf Spanke ist einer von hunderten Heidenheimern, die im März 2014 gegen die GAGFAH geklagt haben. Rund 300 Mieter hatten den Prozess wegen unberechtigter Mieterhöhungen gewonnen. Aber Familie Spanke hat immer noch Schimmel in der Wohnung. Es ist tatsächlich so, dass in vielen Fällen zwar zugesagt wird, es würde sich jemand darum kümmern, aber dann keiner kommt. Und wenn die GAGFAH dann nicht reagiert, haben sie die Wahl, ob sie fristlos kündigen, dazu brauchen sie natürlich erstmal eine andere Wohnung, oder ob sie auf Beseitigung der Mängel klagen. Anwalt Mack versucht, direkt mit der GAGFAH zu verhandeln. Bei mir sitzt ein Problemfall vor dem Schreibtisch. Die Wohnung ist
feucht, nass, läuft das Wasser rein. Das ist ihrer Firma seit langem bekannt. Es ist bloß nichts geschehen. Man hat gesagt, man schickt jemand, niemand war da. Also wenn Sie sich da bitte mal darum kümmern würden. Dass es so schnell ging. Ja. Okay, ich habe es zur Kenntnis genommen, ich werde mir auch eine Aktennotiz darüber verlegen. Ich bin wieder in Freiburg, im Stadtteil Weingarten. Die Evangelische Hochschule Freiburg liegt genau gegenüber dem GAGFA-Haus. Hier will ich mehr über die Handlungsweise der GAGFA erfahren. Steckt ein System dahinter? Professor Günther Rausch ist seit über 40 Jahren mit der Wohnungspolitik beschäftigt, hat die ganze Entwicklung inklusive der Protestbewegung genau beobachtet und analysiert. Das Verhalten der GAGFA sei auch von anderen Immobiliengesellschaften übernommen worden, sagt er. Jetzt ist das Wohnbaugesellschaften Interesse haben, regelmäßige Mieteinkünfte, dass sie auch Interesse haben, Mieter zu haben, denen ich von vornherein sage, ich will eine besonders toll ausgestattete Wohnung, die also relativ bescheidene Wohnansprüche formulieren. Das ist natürlich die zweite Seite, das heißt, sie müssten nicht groß investieren. Insofern gibt es schon Wohnbaugesellschaften, die sagen, okay, wenn die Stadt uns garantiert, die Mieteinnahmen kommen, wenn die Mieter nicht erwarten, dass wir da groß investieren, dann sind wir damit sehr wohl einverstanden, dass wir vielleicht nicht die besonders tollen Renditen erzielen können, aber Kleinvieh macht auch Mist und von daher werden solche Wohnobjekte durchaus auch gerne übernommen, zumal ja auch die Absicht dann immer noch bestehen kann, eines Tages das Objekt wieder zu verkaufen. Und ich glaube, das ist im Moment die Hauptidee, dass die Immobilienpreise explodieren. Und wenn man jetzt die Häuser noch ein paar Jahre hält, ist ja die Idee, die Preise steigen weiter. Und dann kann man so ein ganzes Objekt wieder weiterverkaufen und hat über die Jahre hinweg nicht investieren müssen, hat er trotzdem die Mieteinnahmen und die Sache rendiert sich auch so. Professor Rausch informiert sich regelmäßig bei den GAGFA-Mietern über die Einhaltung einer Sozialcharta. Ich glaube, das ist die spannende Frage. Allenthalben wird er behauptet, es gäbe doch eine Sozialcharta. Und dann verpflichtet sich der Käufer, das einzuhalten. Und die Praxis zeigt, bestes Beispiel ist ja Dresden. Dresden hat ja alle Wohnungen verkauft, hat eine Sozialcharta gehabt, wo sie sagten, sei völlig wasserdicht. Die halten sich dann, die müssen sich halten. Die Praxis hat gezeigt, dass GAGFA sich gar nicht dran hält. Die Stadt Dresden hat der GAGFA um eine Milliarde verklagt, weil sie die Sozialcharta nicht einhalten. Im Fall Dresden zahlte die GAGFA schließlich 40 Millionen an die Stadt. Und damit war diese dann zufrieden. Hier im Freiburger GAGFA-Wohnkomplex verbringe ich 6 Wochen, fast Tag und Nacht. Zahlreiche Menschen reden mit mir. Einige warnen mich vor einer unsichtbaren Gefahr. Was kann das sein? Die Mieter rufen mich an. Manche schicken mir Fotos ihrer Wohnungen. Öffentlich will keiner darüber sprechen, weil sie rechtliche Probleme mit der GAGFA befürchten. Dem Mieter, der mir diese Fotos geschickt hat, geht es nicht um kaputte Rohre, Wände und Böden, sondern um die Materialien, die dort verbaut wurden. Die Rede ist von Asbest. Zu Asbest in anderen Gebäuden finde ich viele Zeitungsartikel. Mieter haben Anspruch auf Entschädigung. Gefahr aus dem Fußboden. Asbesthaltige PVC-Belege. Die Gefahr lauert im Fußboden. Krebsgefahr durch Bodenplatten. Asbestangst. Viele Wohnungen verseucht. Zusammen mit Frank Pfaff besuche ich noch einmal Familie Alachka. Denn zu deren Wohnung schreibt mir die GAGFA auf Anfrage. Im Wohnzimmer und in der Küche wurde im Februar 2014 ein neuer PVC-Boden verlegt. War dieser alte PVC-Boden womöglich asbesthaltig? Darüber schreibt mir die GAGFA nichts. Wo Asbestfasern sein kann, das kann mal sein bei Ummantelungen von Leitungen, bei Schächten, dass die ausgelegt worden sind mit Asbest, um eben die Brandschutzrisiken zu minimieren. Aber jetzt nicht hier im Fußboden oder in den Wänden. Die Gefährdung entsteht erst dann, wenn man jetzt das zum Beispiel aufklopfen würde, wenn man jetzt also hier zum Beispiel neue Schlitze machen würde für Elektroleitungen oder für Wasserleitungen und so weiter. Und wenn dann Asbestmatten in den Wänden wären, könnte dann das Asbest freigesetzt werden. Draußen vor dem Haus liegen Abfälle von privaten Sanierungen und Müll, in dem Baumaterial sein könnte. Hier finde ich auch Fässer, gefüllt mit irgendwelchen Chemikalien.
Überall könnte Asbest freigesetzt werden, wenn es in diesem Haus verbaut wurde. Ich bin mit Frau Aline Ali verabredet, bekomme jedoch einen Hinweis aus dem Haus, dass nicht nur in den Wänden und Schächten, sondern auch mit den PVC-Bodenplatten überall Asbest verbaut sei. Auf Anfrage schreibt mir die GAGFA, ohne das Wort Asbest zu erwähnen: Bei defekten sogenannten Floorflex-Fliesen wird ein Austausch so durchgeführt, sodass hier keine Gefährdung für die Bewohner ausgeht. Unterwegs zu Frau Ali entdecke ich immer wieder gebrochene Bodenplatten und deren Bruchstück im Treppenhaus. Ein winziges Stück von dieser bereits gebrochenen Bodenplatte nehme ich als Probe mit. So ähnlich sehen auch die Böden in manchen Wohnungen aus. Die GAGFA schreibt in einer E-Mail dazu: Bei Mieterwechsel gibt es eine umfangreiche Abnahme der Wohnung. Sollten zum Beispiel die Oberböden Mängel aufweisen, so werden diese beseitigt. Fast täglich sehe ich Mieter, die ihre Böden sanieren und die gefährlichen Abfälle tagelang im Treppenhaus stehen lassen. Wir haben die Böden alles selber gemacht. Ja. Das war, wie es hier hinten ist. Sehen Sie das? Das blättert alles ab. Ja, mein Freund ist Fliesenleger. Ne? Wir haben's, ja, die ganze Wohnung hat er selber gemacht. Wir hatten ja nicht Fliesen gelegt, E-Strich gemacht. Ja. Alles. Da war nichts. Wir hatten ja nicht mal einen E-Strich. Da war ein irgendein komischer Belag. Ob in dem Belag Asbest war, wusste niemand. Grüß Gott. Grüß Gott. Hallo, Frau Mutter. Gutachter Frank Pfaff prüft bei Frau Mutter, in welchem Zustand die PVC-Böden sind. Dürfen wir reinkommen? Also hier erkennt man jetzt auch von der Fliese her, das dürfte noch Originalstandard sein, also im Baujahr des Gebäudes. Also hier ist noch ein Originalfluss, Bodenbelag. Bodenbelag in der Küche geht man. Sie sehen hier, das ist im Grunde genommen eine Einzelfliese, die also hier einfach verklebt worden ist auf dem Estrich und die hier eben liegt und ist auch schon sehr porös, weil ja in dem PVC ist auch immer Weichmacher drin. Also wie gesagt, man sieht hier, das ist eigentlich nur eine ganz dichte PVC-Schicht, die eben hier der Kleber auf dem Estrich aufgebracht worden ist. Das ist jetzt eben sicherlich aus dem Baujahr. Nee, 68 ist das Haus gebaut worden, also der Bodenbelag ist sicherlich nicht älter. Also das ist, der ist jetzt also 40 Jahre alt. Frank Pfaff hantiert mit der gebrochenen Floorflexplatte, da er davon ausgeht, dass diese Bodenplatten keinen Asbest enthalten. Doch das will ich genau wissen und nehme das winzige Stück dieser kaputten Platte aus der Wohnung von Frau Mutter mit, um dieses auf Asbest testen zu lassen. Heute findet im Stadtzentrum von Freiburg ein Treffen mit der GAGFA statt. Dort will ich die GAGFA zu den Bodenplatten von Frau Mutter und Frau Ali befragen. Doch vor Ort erfahre ich, dass ich nicht dabei sein darf. Gutachter Frank Pfaff und Gerlind Heckmann vom Forum Weingarten waren aber dabei. Hat die GAGFA in der Sitzung über Asbest gesprochen? Die Stadt hatte die GAGFA 2006 vor der Asbestgefahr gewarnt. Im Vertrag zwischen der Freiburger Stadtbau und der GAGFA wurde von unserer Seite ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Materialien verbaut wurden, die Asbest enthalten. Asbest fällt einem Mieter nicht auf, deswegen ist es auch nie an uns. Natürlich fällt Mietern Asbest nicht auf. Niemandem fällt Asbest auf, denn die Fasern sind mikroskopisch klein. Die GAGFA wusste also seit Jahren, dass diese Sozialwohnungen Asbest enthalten. Den Mietern aber war das nicht klar. In Deutschland wurde 1993 Asbest verboten. Ich bringe die Proben aus Freiburg ins Labor für einen Asbesttest. In Deutschland leiden 190.000 Menschen an Krankheiten, ausgelöst durch Asbest. Seit 1978 starben über 27.000 Opfer durch Asbest. Das ist hier die typische Probe, die wir hier haben. Das ist aus PVC-Platten, wo Asbest früher eingesetzt worden ist, als Verstärkungsmaterial in diesem PVC. Wenn das PVC noch intakt ist, nicht beschädigt ist, dann geht eigentlich von den Produkten auch keine Gefährdung aus. Es geht dann eine Gefährdung aus, wenn die Platten beschädigt sind, wenn sie Risse bekommen, wenn sie gebrochen werden oder wenn ich sie eben später auch selber rausreiße. Dann besteht eine Gefahr, dass Fasern freigesetzt werden und die Fasern sind halt das Gefährliche bei Asbest. Asbest ist aufgrund seiner krebserregenden Eigenschaften als Stoff der höchsten Gefährdungsklasse eingestuft.
Also alle drei PVC-Bodenplatten sind asbesthaltig und der anhaftende schwarze Kleber ist ebenfalls asbesthaltig. Diese Fasern sind extrem gefährlich, nicht nur für den Betroffenen selbst, sondern auch für seine Nachkommen. Auf die Laborergebnisse angesprochen, bestätigt mir die GAGFA lapidar. Auch in den Freiburger Wohnungen wurde Asbest verbaut. Dies wissen wir seit dem Kauf der Wohnungen 2006. Asbestfrage hat man in Freiburg immer gerne gemieden. In den 80er Jahren haben wir schon in der Mieterzeitung darüber geschrieben, dass die Dämmplatten zwischen den Heizkörpern und den Balkonen nach draußen, dass das Asbestplatten sind. Ne? Und man hat immer gesagt, wenn man die rausmachen müsste, wäre das ein Fass ohne Boden, das könnte niemand bezahlen. Ne? Und das auf Kosten der Gesundheit der Menschen, die es betroffen hat. Auch in Heidenheim war es nach dem Krieg Mode, wie im Rest der Republik, in den Häusern Asbest zu verbauen. Sollte auch hier Asbest in den Häusern stecken, könnten private Sanierungen, wie bei der Familie Spanke, gefährlich für die Person werden. Ralf Spanke hat in Bezug auf die Sanierung seiner Wohnung und der Außenfassade seines Hauses noch immer nichts gehört. Aus diesem Grund will er selber sanieren. Du, grüß dich. Du kennst doch meine Wohnung in der Ludwig-V-Straße vom Wohnzimmer. Du, was hätten mir das kosten, die Wand hochziehen lassen von dir? 300 bis 400 Euro. Okay. Dann weiß ich Bescheid. Danke dir. Tschüss. Doch solange die Außenfassade nicht repariert wird, hilft ihm alles nichts. Das ist schon manchmal unter, eigentlich sagt man ja als Mensch, unter der Würde schon sowas. Wenn man sowas vermieten tut an einer Familie oder an einem Menschen, das ist nicht normal. Ich will über den Wohnungsmarkt von Professor Rausch mehr wissen. Ich denke, dass Wohnen immer teurer wird, dass Wohnungen eine Handelsware geworden sind, so wie Schuhe oder so wie ein Buch. Und dass Wohnen immer mehr dem Markt überlassen worden ist. Und ich denke, Wohnungspolitik würde bedeuten, in den Markt einzugreifen. Also im Grunde die Wohnverhältnisse, die Verhältnisse am Wohnungsmarkt zu gestalten, das scheint mir Aufgabe der Politik zu sein. Und Politik hat sich aber zunehmend rausgezogen aus diesem sozialen Verantwortungsgefüge, hat die Menschen dem Markt überlassen und dieser Markt hat die Chance genutzt, indem Investoren, indem Unternehmen, die Geld verdienen wollen, sich nun diesem begrenzten, kostbaren Gut Wohnen annehmen, um dort Geld zu verdienen. Die einfach nur das Interesse haben, Geld zu verdienen und nicht mehr, wie eigentlich die Idee mal war, Wohnungen zur Verfügung zu stellen, um Bedürfnisse zu befriedigen, um Menschen Sicherheit, Zufriedenheit, Geborgenheit, ein Zuhause zu ermöglichen, eine Heimat zu bieten, sondern um Geld zu verdienen. Das heißt, heute werden Wohnungen vermarktet, werden Wohnungen gemanagt mit dem Ziel, möglichst schnell, möglichst viel Gewinn zu erwirtschaften.